poquito de tu amor, siquiera. Dame un poquito de tu amor. Hallo! So, das wird jetzt mein Video Nummer 2. Und ich wollte jetzt einfach mal so erzählen, wie es jetzt eigentlich weitergegangen ist. Also ich habe jetzt schon ein paar Kissen zu meiner Mom gebracht und ein paar zu meinem Vater. Meine Wohnung wird immer leerer und das geht jetzt halt unheimlich schnell und eigentlich ist es auch ganz gut, weil dann denke ich nicht so viel nach und entscheide mich vielleicht auch nicht um. Andererseits kann ich diesen Prozess auch gar nicht so richtig genießen, zu sagen, okay, jetzt verlasse ich Berlin und gehe für eine Weile ins Ausland. Hat sein Für und sein Wider, aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. In 2 Tagen ist dann der Umzug, da werden meine Möbel dann abgeholt. Und dann ist meine Wohnung ganz leer. Ja. Also Sofa bleibt natürlich, ich bin noch abgeholt von einem Freund von mir. Und ja, sonst. Ich habe einen Nachmieter gefunden, der die Wohnung jetzt so in dem jetzigen Zustand übernimmt, wie sie ist. Was total toll ist, weil ich der Boden ist gemacht und die Wände sind gemalert und marmoriert. Dementsprechend wäre das echt blöd gewesen, wenn die Hausverwaltung jetzt gesagt hätte, nee, das übernehmen wir nicht so, sie müssen alles weiß malern und den Boden rausreißen. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Aber jetzt habe ich jemanden und der übernimmt die Wohnung so, wie sie ist. Und ich muss eigentlich nur noch fegen und dann bin ich sozusagen raus. Genau, und dann arbeite ich noch 2 Wochen, also jetzt die nächste und übernächste Woche noch. Und dann habe ich nur noch 1 Woche in Berlin. Und am 17. will ich dann rüber nach Italien fliegen, wo ich dann erstmal einen Freund besuchen werde. Und am 1.7. dann auf einer Farm anfangen zu arbeiten. Ich habe das vorher so in dem Erfahrung noch nie gemacht. Ich habe mal an einem Kampil gearbeitet, am Bodensee. Das war sehr schön, das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber da habe ich mit geistesfremden Menschen gearbeitet. Und jetzt ist es ja wirklich nur Farmarbeit und da bin ich also ganz offen für und hoffe, dass ich ganz viele tolle Sachen lerne. Und bin echt gespannt, wie es jetzt so weitergeht. So. Aber es ist halt echt interessant, weil ich jetzt mein Bett heute abgebaut habe. Ich habe ein schweres Eisenbett. Es hat auch gar nicht so lange gedauert, aber jetzt werde ich halt das erstmal mit einer Matratze im Zimmer auf dem Boden schlafen und jetzt läuft die letzte Waschmaschine durch und irgendwie merkt man schon, okay, jetzt geht's los und ich bin ein bisschen nervös. Ja. Also, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was man, welche Orte man in Italien unbedingt besuchen sollte oder welche Farmen, dann schreibt mir doch bitte einfach. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und auch an sich, ob euch das so gefällt oder was ihr noch für Anregungen habt, was, über was ich reden sollte, wenn ich dann jetzt auf Reisen gehe. Genau. Bis dann. Tschüss.